أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Liebe Geschwister, wir werden heute insha'Allah ta'ala weiter fortfahren mit unserer Unterrichtsreihe, und wir sind momentan im Kapitel Al-Hajj, und wir haben das letzte Mal die gesamten Säulen der Umrah, ich denke, sehr, sehr ausführlich besprochen. Ich hoffe, dass man die Säulen jetzt insgesamt kennt und dass, wenn man eine Umrah macht, und das ist sehr zu empfehlen, bevor man den Hajj macht, dass man vorher eine Umrah macht, damit man sich einen Eindruck verschafft und die Riten kennenlernt und die Zustände kennenlernt dort in diesem Land. So sollte man eine Umrah vollziehen, wenn man das natürlich finanziell bewältigen kann, so dass man einen Eindruck bekommt von den gesamten Riten, die man dort verrichtet. Möge Allah Azza wa Jal uns mit einer Umrah und mit einer Hajj versorgen. Heute machen wir weiter mit der Hajj, insha'Allah ta'ala. Die Säulen der Umrah haben wir beendet. Und jeder sollte wissen, natürlich, es gibt Leute, der geht dorthin und möchte nur die Hajj machen. Das heißt, die Umrah hat er vielleicht schon gemacht, und beides ist Pflicht. Sowohl der Hajj als auch die Umrah, beides ist Pflicht. Wenn eine Person jetzt nur die Hajj vollziehen will, weil er vorher schon die Umrah vollzogen hat, dann hat er ein anderes Programm als natürlich eine Person, der vorher die Umrah noch nie vollzogen hat. Deswegen haben die Gelehrten den Hajj in drei Teilen aufgeteilt. Es gibt drei verschiedene Arten vom Hajj. Drei verschiedene Arten vom Hajj. Der erste ist At-Tamattu'. At-Tamattu'. So nennt man ihn. At-Tamattu' mit Ta. Dieser ist eine Kombination, beinhaltet die Umrah und den Hajj. Und der ist natürlich für wen zu empfehlen? Für die Leute, die Umrah und den Hajj noch nicht gemacht haben. Okay? Das ist der Tamattu. Und heute werden wir darüber reden. Ich erwähne die anderen kurz und dann werden wir sie auch erklären, insha'Allah ta'ala. Der andere ist Al-Ifrad. Man nennt ihn Al-Ifrad. Al-Ifrad. Das ist nur der Hajj. Al-Ifrad. Das ist für jemanden, der schon die Umrah gemacht hat und er möchte einfach nur den Hajj machen. So ist der Ablauf natürlich bei ihm anders als jemand, der die Umrah und den Hajj macht. Und das dritte ist Al-Qiran. Al-Qiran. Das ist zwar auch eine Mischung aus Hajj und Umrah, aber nicht genauso wie der Tamattu, aber wir werden das beschreiben, insha'Allah ta'ala. Fangen wir heute an mit dem Tamattu. Erstmal sollte man wissen, liebe Geschwister, die Umrah kann man zu verschiedenen Zeiten machen. Jedoch der Hajj ist nur zur bestimmten Zeit erlaubt zu tun. Das heißt, du kannst nicht im Frühling hingehen und deinen Hajj machen. Oder im Sommer hingehen und deinen Hajj machen. Nein, die Zeit für die Hajj ist vom 8. bis 13. von Dhul Hijjah. Vom 8. bis 13. von Dhul Hijjah. Das sind gezählte Tage, bestimmte Tage. In diesen Tagen einzig und alleine ist es erlaubt, den Hajj zu vollziehen. Das bedeutet nochmal, vom 8. bis 13. Dhul Hijjah. Die Umrah kann man zu verschiedenen Zeiten machen. Du kannst die Umrah im Shawwal machen, du kannst die Umrah in Dhul Qa'dah machen, die ersten Tage von Dhul Hijjah, das ist gar kein Problem, aber der Hajj ist nur zu bestimmten Zeiten möglich, liebe Geschwister. Wenden wir uns dem Hajj At-Tamattu zu. Wir haben gesagt, die Säulen der Umrah sind einmal
der Ihram-Zustand, ist der Tawaf und ist der Sa'i. Wenn eine Person jetzt noch nicht die Umrah und den Hajj gemacht hat, dann sollte er diese Art von Tamattu machen. Das ist der beliebteste in der Religion. Das ist die beliebteste Art in der Religion. Dieses ist auch bestätigt aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ihr könnt euch vorstellen, natürlich vollzieht man bei dieser Art erstmal erst die Umrah. Richtig. Man vollzieht erst die Umrah. Nur mit einem Unterschied. Mit einem Unterschied. Wenn man die Haare gekürzt hat, was ist das für eine Ibadah, die Haare zu kürzen oder zu rasieren? Pflicht oder Säule, Daud? Das ist eine Pflicht. Dann geht man in welchem Zustand, wenn man zum Schluss die Haare gekürzt hat oder rasiert hat? Dann ist man wieder? Im Hilzustand. Es ist einem wieder das erlaubt, was einem im Ihram-Zustand nicht erlaubt war. Und wir wissen, im Ihram-Zustand durfte man keine zugeschnittenen Klamotten anziehen, bedeutet Pullover, Unterhemd, Unterhose, Socken und so weiter und so fort. Das ist dann wieder erlaubt. Im Tahallul-Zustand durfte man keinen Geschlechtsverkehr haben, im Ihram-Zustand durfte man keinen Geschlechtsverkehr haben mit der Frau, das ist dann wieder erlaubt. Im Ihram-Zustand durfte man keine Heiratsanträge oder sonstiges machen, das ist wieder im Hilzustand erlaubt. Wenn man jetzt diese drei Säulen abgeschlossen hat, der Umrah, und zusätzlich noch die Haare gekürzt hat, dann ist man im Hilzustand. Hier haben wir gesagt natürlich, der Hajj beginnt von wann bis wann? Welche Tage sind die Tage vom Hajj, Abu Khubayb? Von 8. bis zum 13. Okay, wenn du hingehst im Monat Dhul Hijjah, um den Tamattu zu vollziehen, natürlich, du musst halt in diesen Monat dann eingehen. Dhul Hijjah, die ersten 10 Tage von Dhul Hijjah, das sind die beliebtesten Tage. Und diese Tage hätten einen größeren Wert sogar als die letzten 10 Tage von Ramadan, wäre nicht welche Nacht im Ramadan? Laylatul Qadr. Das heißt, das Beste, was man in dieser Zeit an Taten machen kann, ist, natürlich, was? Ist der Hajj. Das sind die besten Tage. Und über diese Tage hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, an diesen Tagen gute Taten zu machen, ist besser als den Dschihad auszuführen. Außer eine Person erzieht mit seinem Vermögen und mit seiner Seele in den Dschihad und er kommt mit nichts mehr zurück. Das heißt, er bleibt dort und er hat sein Vermögen dort gelassen und seine Seele. Dieser ist einzig und allein besser. Jetzt überlegt nur, was der Wert ist von diesen Tagen, die Tage von Dhul Hijjah. Und wir haben darüber schon eine Khutba gemacht. Wer sich das gerne anhören möchte, der findet das bei YouTube. Min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Alles Lobt gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, liebe Geschwister, wir sind momentan im Kapitel Al-Hajj und werden das inshallah ta'ala baldzeitig beenden, denn ihr wisst, inshallah ta'ala, ungefähr in circa 1,5 Monaten ist Ramadan, bi'idhnillah ta'ala, möge Allah azza wa jal uns diesen glanzvollen Monat erreichen lassen und dass wir bis dahin mit diesem Kapitel in Hajj fertig sind und direkt in der Zeit von Ramadan auch mit dem Kapitel Ramadan anfangen können. Das war so mein Plan gewesen. Wir hätten natürlich Ramadan bevorziehen können vor Hajj, aber ich dachte mir, wenn wir das parallel laufen lassen, dann ist es wichtiger, weil dann auch so viele Fragen kommen, während man auch diese Ibadah erlernen möchte. Möge Allah azza wa jal uns den vollen Lohn schreiben für die Anstrengungen, die wir unternehmen. Die Säulen der Hajj. Und wenn wir über eine Säule sprechen, dann sollte jeder Muslim wissen, wie können wir eine Säule definieren. Wie definieren wir eine Säule? Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das weiß. Ah.
Das Auslassen der Säule macht die Tat ungültig. Okay, das Auslassen einer Säule macht die Tat ungültig. Können wir das so pauschal sagen? Nein. Also erstmal, die Säule gehört zur Handlung selber an sich. Also die macht man nicht davor wie ein Schart, wie eine Bedingung, sondern die gehört zur Handlung selber. Und wenn man das absichtlich auslässt, dann ist sie ungültig. Okay, das ist ein wesentlicher Bestandteil von der Ibadah. Bedeutet, wenn wir diese Säule nicht verrichten, dann ist die Ibadah im Allgemeinen ungültig. Warum sagen wir im Allgemeinen? Weil, nennt mir eine Säule vom Gebet, zum Beispiel der Rukua. Das ist eine Säule, die Verbeugung, ist das eine Säule vom Gebet? Tayyib. Eine Person kann nicht den Rukua vollziehen. Was ist in diesem Fall? Er ist entschuldigt. Er ist entschuldigt. Ist sein Gebet ungültig? Nein. Aha. Das bedeutet, dass wir sagen, im Allgemeinen ist die Ibadah dann ungültig. Wenn er es absichtlich macht, ist klar, dann gibt es sogar noch andere Themen, wenn er eine Sache absichtlich macht in diesem Zusammenhang. Aber allgemein ist seine Ibadah ungültig. Man braucht die Tahara für das Gebet, richtig? Was gibt es Fälle, wo man betet ohne Tahara und das Gebet ist trotzdem gültig? Nein? Ja, wenn man zum Beispiel weder Wasser findet, noch findet man Erde, man ist zum Beispiel in einer Gummizelle eingesperrt. Und nein. Wenn man kein Wasser hat, sondern man hat nur zum Beispiel Erde, saubere Erde, dann macht man den Tayammum, richtig? Ist das Gebet trotzdem gültig? Das Gebet ist gültig. Deswegen haben die Gelehrten das so schön eingeteilt, dass das ein wesentlicher Bestandteil ist von einer Ibadah und du musst diese Säule verrichten, ansonsten ist deine Ibadah, wenn du sie absichtlich auslässt oder sie vernachlässigt, ist deine Ibadah ungültig. Und das ist natürlich eine gravierende Sache, denn wir wollen ja, dass Allah Azza wa Jal unsere Gottesdienste annimmt und nicht, dass wir sie machen, aber trotzdem nicht belohnt bekommen. Möge Allah Azza wa Jal uns für unsere vergangenen Fehler vergeben und verzeihen. Die erste Säule, die wir nennen, ist An-Niyyah. Das bedeutet die Absicht. Die zweite Säule ist das Stehen in Arafah. Die dritte Säule, die Übernachtung in Muzdalifah. Und die vierte Säule ist At-Tawaf al-Ifadah. Und die fünfte Säule ist As-Sa'i. Die fünfte Säule ist As-Sa'i. Und wir werden uns, insha'Allah ta'ala, in den nächsten Wochen mit den einzelnen Säulen von der Hajj beschäftigen. Sie sind sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Die Niyyah habe ich schon oft angesprochen und deswegen werde ich das nur ganz kurz erwähnen. Die Niyyah ist natürlich die Absicht, die nicht ausgesprochen wird, sondern im Herzen stattfindet. Und das ist ein Ijma' aller Gelehrten von Ahl-Sunnah wal-Jama'a, dass die Niyyah nicht ausgesprochen wird. Wir sehen das sehr viel bei den Muslimen, dass sie, bevor sie ein Gebet antreten, dass sie dann einen ganzen Text aussprechen, den sie so gelernt haben. Möge Allah Azzawajal ihnen vergeben. Nawaitu an usalli und so weiter und so fort. Ich habe vor oder ich beabsichtige zu beten. Allah Azzawajal weiß, was wir tun möchten. Deswegen sagen wir nicht die Niyya vor der Ibadah, sondern wir beabsichtigen sie im Herzen. Und das Aussprechen der Absicht ist leider eine Bid'ah, bedeutet eine Neuerung. Wenn man dieses macht, dann handelt man entgegen der Sunna, weil weder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch die Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum noch irgendein Gelehrter von Ahlus Sunna wal Jama'a hat dieses Aussprechen der Absicht als eine Sunna gesehen. Und daher sprechen wir die Absicht nicht aus. Aber deine Niyyah muss klar sein, sie hat zwei Ansichten. Die Niyyah hat zwei Seiten, die du beachten musst, dass erstmal die Ibadah einzig und alleine für Allah Azza wa Jal verrichtet werden muss, wie Allah Azza wa Jal sagt, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Barat hat damals immer die Ayah falsch gelesen, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُشْرِكِينَ. Ja, jetzt aber so liest du da. Das heißt,
die Niyya muss für Allah Azza wa Jalla sein. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, und ihnen wurde nichts anderes befohlen, als aufrichtig in der Religion Allahs Azza wa Jalla zu sein. Die zweite Sache, die du bei der Niyya festsetzt, ist für den jeweiligen Gottesdienst selber. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Asr-Gebet beten, dann machen wir unsere Absicht für das Asr-Gebet und nicht für das Dhuhr-Gebet. Richtig? Was, wenn wir bei einem Asr-Gebet unsere Absicht für das Dhuhr-Gebet machen? Was ist in diesem Fall mit unserem Gottesdienst, mit der Ibadah? Ist ungültig. Schaut mal, ist ungültig. Ja, klar. Deswegen betrachten wir die Niyya, die Absicht, von zwei Sichten. Die eine Sicht ist, dass es für Allah Azza wa Jalla ist, und die zweite, dass du es für die jeweilige Ibadah machst. Okay? Das heißt, es muss schon dafür gewesen sein. Na, das ist die Niyya. Zweite Säule, über die wir heute sprechen werden, insha'Allah ta'ala, im Einzelnen, ist das Stehen in Arafah. Und wir haben gesagt, die Hajj hat eine bestimmte Zeit. Du kannst die Hajj nicht im gesamten Jahr vollziehen. Anders sieht es aus bei der Umrah. Und jeder sollte wissen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, er hat im gesamten Leben nur ein einziges Mal die Hajj verrichtet. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wer weiß von euch, in welchem Jahr er diese Hajj verrichtet hat? Das ist klar, weil wenn man über Hadith-Lehre und so weiter und so fort spricht, dann gibt es ein Tarikh, dann gibt es eine Geschichte. Man erwähnt im Jahr, weiß man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Hajj verrichtet hat. Im letzten Jahr. Wie heißt das? Die Abschiedspilgerfahrt. Okay, auf Arabisch. Hajjul Wada. In Hajjul Wada hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, in diesem Jahr war das die Abschiedspilgerfahrt, die er verrichtet hat, und das war im welchem Jahr nach der Hijra? Das war im 13. Nein, da war der Prophet sallallahu nicht mehr am Leben. Auch nicht mehr am Leben. Zieht zwei ab. Im 10. Jahr. Im 10. Jahr nach der Hijra hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diesen Hajj verrichtet. Denn er ist im 11. Jahr nach der Hijra, ist er, schaut mal, im Monat Rabi' al-Awwal im ersten Tag gestorben. Das Stehen in Arafah. Das ist die Säule, über die wir heute insha'Allah ta'ala sprechen wollen, liebe Geschwister. Und der Tag von Arafah ist nicht irgendein Tag. Viele kennen den Vorzug vom Tage von Arafah leider nicht. Und wir wollen ihn heute insha'Allah ta'ala kennenlernen. Und ich habe euch versprochen, dass wir heute über den Vorzug von Yawmul Arafah sprechen werden. Taib, erstmal geschichtlich gesehen, wer sagt mir, was war am Tage von Arafah? Ich erinnere euch, es gab ein Abkommen zwischen Allah und wem? Das war, bevor die Menschheit überhaupt erschaffen wurde. Allah. Ein Abkommen zwischen Allah und den Menschen, dass sie sozusagen niemand anderes anbeten als Allah. Sehr gut. Allah sagt, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. Und als Allah Azza wa Jal aus den Rücken die Nachkommenschaft von Adam alayhi salam hervorgebracht hat, nur Allah weiß, wie das passiert ist, er hat alle Seelen ausgebreitet, die er, Subhana, erschaffen wird, und die Stunde wird nicht er eintreten, bis jede Seele, die Allah damals schon erschaffen hat, hier ihre menschliche Gestalt auf der Erde bekommt. Allah Azza wa Jal hat die gesamten Geschöpfe, die gesamten Seelen vor sich ausgebreitet, und dann hat er sie bezeugen lassen, indem er ein Abkommen zwischen sich und ihnen vereinbart hat. Er sagte zu ihnen, bin ich nicht euer Herr? Alastu bi rabbikum. Qalu bala. Dann sagten sie, doch, du bist unser Herr. Ihre Antwort klang,
Dieses Abkommen hat Allah Azza wa Jal von uns bereits eingenommen und er müsste uns keine weiteren Propheten senden und keine Bücher lassen, denn wir haben bereits mit ihm was? Ein Abkommen geschlossen. Also wie sehen wir das, dass Allah uns trotzdem immer Propheten und Gesandte geschickt hat und uns Bücher gelassen hat? Na, als eine absolute Barmherzigkeit von ihm. Obwohl wir haben zwischen uns und ihm was? Ein Vertrag. Der steht fest. Bin ich nicht euer Herr, hat Allah Azza wa Jalla gefragt. Wir sagten doch, alle Seelen haben das gesagt. Frage, meinte jede Seele das so, wie sie es gesagt hat? Antwort. Denn die meisten auf dieser Welt sind Götzendiener oder dienen sie Allah? Die meisten auf dieser Welt sind? Muschrik. Sie dienen etwas anderes außer Allah Azza wa Jalla. Dieses Abkommen war am Tage von Arafa. Dieses Abkommen war am Tage von Arafa. Liebe Geschwister, wie es in einer authentischen Überlieferung, ich denke bei At-Tirmidhi oder bei Abu Dawud, heißt, und Sheikh Al-Albani rahimullah hat sie als Hassan bezeichnet, dieses Abkommen war von Allah Azza wa Jal so bestimmt und er hat dieses Abkommen in uns als was eingepflanzt? Als Fitrah. Du hast eine natürliche Veranlagung. Gemäß dieser natürlichen Veranlagung wirst du immer deinen Herrn erkennen. Voraussetzung, niemand bringt dich von diesem Weg ab. Weil der Prophet Muhammad sagte, Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Jedes Kind wird als was geboren? Als Muslim. Wer macht ihn zu einem Juden und zu einem Christen und zu einem Feueranbeter? Seine Eltern. Und schaut bitte, achtet auf diese Überlieferung. Das bedeutet, wer hat den größten Einfluss auf das Kind? Die Eltern. Die Eltern haben den größten Einfluss auf ihr Kind. Dieses ist so. Wir haben das als natürliche Veranlagung bekommen. Aber schaut mal, Allah Azza wa Jal, er hat gesagt, Alastu bi Rabbikum, qalu bala. Qalu bala. Sie sagten, doch, du bist unser Herr. Das bedeutet, das ist ein Zeugnis, was sie mit Gewissheit Allah Azza wa Jalla gegenüber gegeben haben. Mit Gewissheit. Und Allah Azza wa Jalla, er wird uns danach befragen. Subhan. An diesem Tag, am Tage von am Ort von Arafa wurde dieses vollzogen, liebe Geschwister. Was ist das Besondere am Tage von Arafa? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte in einer Überlieferung bei Imam Muslim rahmatullah alaih, ma min yawmin aktharu min an yu'tiqa Allahu fihi abadan min an-nari min yawmi Arafa. An keinem Tag erlöst Allah Azza wa Jal oder befreit Allah Azza wa Jal so viele vom Höllenfeuer wie am Tage von Arafa. Allahu Akbar. Ich wiederhole, an keinem Tag befreit oder erlöst Allah Azza wa Jal so viele vom Höllenfeuer wie am Tag von Arafa. Bedeutet, liebe Geschwister, erstmal ist das ein Vorzug für diesen Tag. Ihr wisst, an diesem Tag, und wir haben gesagt, der Hajj hat bestimmte Zeiten, diese Zeiten sind wann? Wann sind die Zeiten? Na? Von 8. bis zum 13. Vom 8. bis zum 13. von welchem Monat? Von? Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah, richtig. Wir haben gesagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat wie oft die Hajj ausgeführt in seinem Leben? Einmal. Und die Umrah? Wer weiß, wie oft hat er die Umrah ausgeführt? Viermal in seinem gesamten Leben. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Das bedeutet, liebe Geschwister, dieses ist eine großartige Ibadah. An diesem Tag, am Tag von Arafa, achte den Hijjah, da gehst du in den Ihram-Zustand. Wir werden das Ganze nochmal erklären. Und am 9. von den Hijjah bist du wo? Wo bist du? Arafa. In Arafa.
hier muss jeder in Arafah sein. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist der Beweis dafür, dass der Tag von Arafah eine Säule ist, Al-Hajju Arafah. Der Hajj ist Arafah. Wie können wir diese Überlieferung verstehen? Bedeutet das, nur wenn man Arafah macht, hat man den Hajj vollzogen? Es bedeutet, dass dieses ein wichtiger, elementarer Bestandteil vom Hajj ist. Der Tage von Arafah. An diesem Tag wird Allah Azza wa Jal so viele vom Höllenfeuer bewahren, weil sie ihn auch darum bitten. Wie er es an keinem anderen Tag im gesamten Jahr tut, subhanahu wa ta'ala. Und tatsächlich an diesem Tag gegen die gesamten Leute, sie sind in Arafah und manche, sie bitten Allah Azza wa Jal in einer Art und Weise, wie du dich schämst und sagst, subhanallah al-azim, wie kann man Allah auf so eine demütige Art und Weise bitten? Und du wirst an diesem Tag lernen, wie man Dua macht. Denn du wirst bei manchen Leuten tatsächlich sehen, subhanallah al-azim, was wirklich Allah bitten bedeutet. Schau, es gibt welche, der macht so 2-3 Minuten Dua, dann sollte, ja, wie heute Leute, du sagst ihnen, warum machst du kein Dua? Er sagt, naja, schau mal, eigentlich gesundheitlich geht es mir gut. Ich habe eine Arbeit, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, ein Auto, wofür soll ich Dua machen? Ja, zum Beispiel dafür, dass du diese Sachen nicht bald verlierst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns den Dua beigebracht. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik. O Allah, ich bitte dich um Schutz davor, dass du mir eine Gnade nimmst. Denn dass du heute eine Gnade besitzt, bedeutet nicht, dass du es morgen besitzt. Das ist sehr, sehr wichtig. Und eine Person, der sagt, wofür soll ich Dua machen, der hat nicht verstanden, wie seine Beziehung zwischen sich und Allah Azza wa Jalla ist. Natürlich, wir machen jeden Tag Dua um alle möglichen Dinge, damit Allah Azza wa Jal uns dieses gibt, denn wir brauchen Allah Azza wa Jal und niemand soll sich als unbedürftig sehen, denn die wahren Gläubigen sind diejenigen, die wissen, dass sie arm sind gegenüber Allah Azza wa Jal. Ja, ayyuhal nas, antumul fuqara'u ila Allah. O ihr Menschen, sagt Allah Azza wa Jal, ihr seid die Armen gegenüber Allah Azza wa Jal. Überlegt mal, wer verursacht, dass wir einen weiteren Herzschlag bekommen oder einen weiteren Herzschlag zum Atmen haben? Allah Azza wa Jal. Und das sind ungefähr 21.000 Herzschläge am Tag. Jeden einzelnen genehmigt Allah Azza wa Jal. Aber wer kennt seine Beziehung zu Allah Azza wa Jal? Die zweite Überlieferung, liebe Geschwister, über den Vorzug von Yawm al-Arafah. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung bei At-Tirmidhi. Und Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala sagt in Sahih At-Tirmidhi, dass sie authentisch ist. Khayru du'ai du'a'u yawmi Arafah. Wa khayru ma qultu ana wa nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah wahdah la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Er sagt sallallahu alaihi wasallam, das Beste bedeutet hier, das vorzüglichste Dua ist am Tage von Arafah. Von allen Bittgebeten, die du sprichst im gesamten Jahr, ist das vorzüglichste Dua am Tage von Arafah. Und er sagte weiter, sallallahu alaihi wa sallam, und das Beste, was ich und die Propheten, die vor mir waren, gesagt haben, ist, La ilaha illallah, es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Wahdahu la sharika la, ihm alleine gehört die Herrschaft. Und er hat keinen Partner zur Seite. Lahul mulk wa lahul hamd, ihm gehört die Herrschaft und der Dank. Und er ist mächtig über alles. Er kann tun, was er will. Das ist das Beste an Dua, was man sprechen kann, liebe Geschwister. Dieses
beweist uns eine Sache, dass es sehr vorzüglich ist, an diesem Tag, am Tage von Arafah, Dua zu sprechen. Tayyib, man möge jetzt sagen, ich bin nicht am Tage von Arafah, in Arafah. Aber ich würde gerne trotzdem an dem Segen von Arafah teilnehmen. Und die Gelehrten haben darüber geredet, ist dieser Vorzug nur für die Leute, die sich wo befinden, in Arafah, oder gilt das allgemein, liebe Geschwister? Al-Qadi, Rahmatullah alayh, einer der großen Gelehrten, er sagte, وَلَا بَأْسَ بِالْتَعْرِيفِ عَشِيَّةَ عَرَفَ بِالْأَمْصَارِ. Es gibt nichts dagegen einzuwenden, es gibt nichts dagegen einzuwenden, dass man sich am Tage von Arafat gemeinsam in den Moscheen versammeln darf, damit man gemeinsam Dhikr und Bittgebete macht. Al-Athram, Rahmatullah alayh, sagte, Sa'altu Aba Abdillah. Ich fragte den Vater von Abdullah, er meint Imam Ahmad, Rahmatullah alayh, an al-Ta'rifi fil Amsar, dass man sich an diesem Tag gemeinsam in den Moscheen vereinigt, gemeinsam in den Moscheen trifft, yajtami'una fil masajidi yawma arafa faqal, dass man sich gemeinsam in den Moscheen trifft am Tage von Arafa, so sagte Imam Ahmad rahmatullah alayh, arju an la yakuna bihi ba's, ich hoffe, dass es darin nichts Falsches gibt. فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. Er sagte, dieses haben mehr als eine Person unter den Salaf gemacht. In einer anderen Stelle sagte er, قال Imam Ahmad rahmatullah alayh, أَوَّلُ مَنْ فَعَلَهُ إِبْنُ عَبَّاسٍ وَعَمْرُ إِبْنُ حُرَيْثٍ. Die ersten, die das gemacht haben von den Sahaba radiallahu anhum, waren Ibn Abbas und Amru Ibn Hurayf. Das bedeutet, dass es Sahaba gab, sie haben am Tag von Arafah, nicht in Arafah, sondern außerhalb von Arafah, an anderen Stellen, haben sie sich am Tage von Arafah versammelt in den Moscheen und sie haben gemeinsam Bittgebete und Dhikr gemacht, liebe Geschwister. Und dieses wird noch von anderen Salaf berichtet. Al-Hasan sagte auch Bakr ibn Abdillah und von Thabit und Muhammad ibn Wasi' كانوا يشهدون المساجد المسجد يوم عرفة. Sie haben die Masajid oder die Moschee am Tage von Arafa besucht, so dass sie diese Bittgebete und sonstiges aussprechen konnten. Dieses alles ist in Al-Mughni festgehalten von Ibn Qudama rahmatullah alayh. Imam Ahmad rahmatullah alayh, er sagte in einer anderen Stelle, ich hoffe, dass es nichts dagegen einzuwenden gibt. Er selber hat es aber nicht gemacht. Er selber hat es nicht gemacht, weil es nicht von wem überliefert wurde? Vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber wenn jemand das macht, dann darfst du ihm keinen Vorwurf machen. Denn tatsächlich haben wir das von einigen Sahaba radiallahu anhum wa ardahum überliefert bekommen, dass sie sich den Segen dieses Tages nicht entzogen haben, sondern auch außerhalb von diesem Ort, von Arafah, in Moscheen vereinigt haben und den Segen dieses Tages versucht haben, auch mitzuerleben. Die Frage ist, macht man das oder macht man das nicht? Ich sage dasselbe wie Imam Ahmad rahmatullah alayh. Wenn jemand das macht, dann hoffe ich, dass es daran nichts zu kritisieren gibt. Aber ich würde es auch nicht machen. Die Sache hat damit zu tun, liebe Geschwister, dass natürlich unser Führer Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Und die besten Überlieferungen sind von ihm sallallahu alaihi wasallam. Aber wie gesagt, wenn andere Leute sich darauf beruhen und das machen, dann mach ihnen bitte keinen Vorwurf. Und ich habe euch nur die Beweistexte vorgebracht, damit, wenn ihr hört, dass manche Leute sich an diesem Tag versammeln, normalerweise dass sich Versammeln in Moscheen zu einem bestimmten Anlass und ihn zu einer Sunna zu machen, ist ganz klar in unserer Religion was? Eine?
Ein Bid'ah, ohne Zweifel. Jetzt zum Beispiel, es gibt, ja, nehmen wir mal einen Tag im Jahr, dass wir zum Beispiel, Kandil. Bitte? Kandil. Kandil, sehr gut, Kandil. Oder Isra und Mi'raj, ein Ereignis, dass wir uns dann in den Moscheen versammeln und gemeinsam Bittgebete und Dhikr machen, wegen diesem Anlass ist eine Bid'ah. Ganz klar. Weil es dafür was nicht gibt? Keine Beweise. Und es gibt keine Stützen dafür. Aber die Sache, die ich angesprochen habe, dafür gibt es tatsächlich einige Beweistexte. Möge Allah Azza wa Jal uns den Segen von diesem Tag nicht entziehen lassen. Und der Schlaue, er versucht die Hajj so oft wie möglich zu vollziehen. Und leider, es gibt Leute, die nicht viel Wissen haben. Wenn du sie siehst am Tage von Arafat, der schläft den ganzen Tag. Und andere Leute, du siehst ihn stundenlang unter der heißen Sonne demütig wen anbeten. Allah Azza wa Jal, indem er ihn darum bittet, dass Allah Azza wa Jal ihn nicht in das Höllenfeuer wirft. Und so unterschiedlich sind die Diener. Liebe Geschwister, am Tage von Arafat, das ist ein sehr besonderer Tag, wie wir heute inshallah ta'ala festgestellt haben, und wir sollten versuchen, immer unsere Ibadat auf beste Art und Weise zu machen. Diese ist eine Säule, die wir besprochen haben, und das nächste Mal reden wir über Al-Muzdalifa. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir, von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. طيب, wenn die Geschwister Fragen haben, könnt ihr sie jetzt stellen. Na, tfadl. Eine Frage zu dieser Sache, die du gerade gesagt hast, dass man zur Moschee kommt und sich versammelt. Wir haben ja gelernt von der einen Seite, dass wenn einzelne Sahaba etwas machen, das ist kein Beweis, aber wenn die Sahaba im Gesamten etwas machen, dass es dann ein Beweis ist. Wie kann man das zusammenbringen mit dem? Na, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben ja gelernt, dass wenn die Sahaba im Gesamten etwas machen, dann ist das ein Beweis in unserer Religion, weil Allah Azza wa Jal sagt im Koran, Allah Azza wa Jal sagt im Koran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Wenn sie so glauben, die Menschen, wie ihr Sahaba glaubt, radiallahu anhum, dann sind sie recht geleitet. Wenn die Menschen so glauben, wie ihr glaubt. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat sie zu einem Maßstab gemacht, dass man ihnen folgen muss oder kann. Muss. Allah hat was abhängig gemacht? Hört diese Eier. Wenn sie so glauben, die Menschen, wie ihr glaubt, o ihr Sahaba, dann sind sie rechtgeleitet. Was hat Allah davon abhängig gemacht? Die Rechtleitung. Na, deswegen soll man das richtig verstehen. Inshallah ta'ala. Jetzt verstehst du die Antwort von Imam Ahmad rahmatullah alayh. Ich meine, Ibn Abbas ist nicht eine unbekannte Größe. Und also natürlich bekannter als der andere Sahabi, der das gemacht hat. Trotzdem habe ich darauf Bezug genommen, dass wir das nicht vom Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gehört haben. Na? Und ein Sahabi könnte in einer Sache Ijtihad gemacht haben und er kann dabei richtig gelegen haben oder nicht richtig gelegen haben. Na, und daher hat Imam Ahmad eine sehr schöne Antwort gegeben, um auch die Fitna einzudämmen für Leute, die das kritisieren, obwohl es dafür natürlich Beweistexte gibt. Er hat gesagt, ich hoffe, dass es daran nichts Falsches gibt. Das bedeutet, was ist die Antwort von Imam Ahmad? Eine? Er hat nicht gesagt 100%, dass es richtig ist und von der Sunna, aber... Richtig, er hat nicht gesagt, dass es nicht so ist. Das ist aus seiner Antwort zu hören. Und Gelehrte, die Imam Ahmad, rahmatullah alayhi, beziehungsweise der hanbalitischen Rechtsschule folgen oder gefolgt haben, wie Sheikh al-Islam und so weiter und so fort, sie haben auch klar gesagt, wenn Imam Ahmad, rahmatullah alayhi, gesagt hat, ich hoffe, es gibt daran nichts auszusetzen, dann war es nicht für ihn klar, die Sunna. Das sollte man wissen über Imam Ahmad, wenn er antwortet dementsprechend. Wallahu ta'ala ala wa a. Sie haben
ein paar Daten genannt, darunter 2041. Ich habe mich versprochen, 41 nach Hijra. Ich bin immer bei uns, in dieser Zeit bin ich mit diesem Kalender verbunden. Na, 11. Afan, ich entschuldige mich nochmal. 11. nach Hijra ist der Prophet Muhammad gestorben. In welchem Monat haben wir gesagt? Rabi' al-Awwal. Der erste Tag gleich vor Rabi' al-Awwal. Und bis wann ging die Khalifatzeit? Bis zum 1. Rabi' al-Awwal 2041. Das sind exakt 30 Jahre. Wie das 2041? Subhanallah, 41 verzeiht. Seht ihr, weil wir alles auf Deutsch machen, das ist das Problem. Oh. Weil wir alles auf Deutsch machen. Bis exakt 1. Rabia 41, exakt 30 Jahre. Und Gelehrte haben darüber geredet, über dieses Ereignis, und das gehört natürlich zu was? Zu den Wundern des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na. Am Tag von Arafat, ja. Wie lange geht der? Also geht er von nach Marw, kann man bitten bis... Nein, das ist eine gute Frage. Ab wann bittet man? Man geht, inshallah ta'ala, ab... Wir werden das aber noch machen, inshallah ta'ala, weil ich habe heute nur die Vorzüge gemacht und wir werden noch genau beschreiben, von wann bis wann man diese Bittgebete speziell spricht, wann das vorgeschrieben ist. Die Schwester fragt hier, hebt man seine Hände beim Dua bei Arafah? Man sollte einen Grundsatz lernen in unserer Religion, wenn du Dua machst für dich, dann hebst du grundsätzlich die Hände, denn es ist beliebt, die Hände zu heben, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung bei Imam Ahmad rahmatullah alaihi sagte, der Diener, er sagte, Allah azza wa jal hayyun karimun, er ist schamhaft und er ist großzügig. Und er schämt sich, dass wenn sein Diener die Hände zu ihm hebt, dass er diese selbigen Hände ohne nichts zurückschickt. Erfolglos, dass diese Hände erfolglos zurückgehen. Allah muss ihm was geben, wenn er Bittgebete gemacht hat. Und von da wissen wir, es ist beliebt, was? Seine Hände zu heben, wenn du für dich Dua machst. Aber nicht in der Gruppe zusammen. Jetzt zum Beispiel, ich sage, Yallah, wir machen zusammen Bittgebet. Nein, so nicht. Okay? Dass alle gemeinsam die Hände heben. Wallahu ta'ala. Von wem war die Aussage, dass die Leute, wenn sie nicht bei Arafah, zur Zeit von Arafah dastehen, dass die Leute sich in den Moscheen treffen und Bittgebete und Wicke machen können? Von wem war diese Aussage? Naja, das war ja die Handlungsweise von Ibn Abbas radiallahu an, und von Ibn Abbas radiallahu an und von Abu Hurayf radiallahu an. Das war, sie haben das so vollzogen, weil Imam Ahmad rahmatullah alayh sagte, die ersten, von denen dieses gesehen wurde, das heißt, die haben das gemacht, waren Ibn Abbas und Abu Hurayf. Na'am, wallahu ta'ala a'lam. Kann man Tayammum auch mit einem Naturstein vollziehen? Die Frage ist, was meinst du jetzt mit einem Naturstein? Ein konventionellen Stein, der so auf der Erde liegt? Nein. Denn es bedarf einer Oberfläche, die vorhanden sein muss. Und das war die Ansicht von Abu Hanifa rahmatullah alayh, dass wenn es eine Oberfläche gibt, das muss nicht nur Erde sein, sondern etwas, was damit zu tun hat, was dessen Ursprung trägt, dann ist das okay, dann kann man damit Tayammum machen, bis manche Gelehrte sogar darüber geredet haben, dass von Ziegelsteinen, das heißt von den Blockhütten, die so gebaut wurden damals, ihr wisst so Ziegelstein für Ziegelstein, dass man sogar davon, von den Ziegelsteinen, den Tayammum machen darf. Aber es muss eine reine Erde sein oder zumindest eine Oberfläche von der Erde, wallahu ta'ala a'lam. Frage zum Sa'i. Man beginnt bei Safa und spricht erstmal Dua, dann läuft man zu Marwa und spricht dort auch Dua. Gemeint ist Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ja, weiter. Frage jetzt, spreche ich dieses Dua immer bei Safa und Marwa, bis ich meine 7 Runden gemacht habe, und hebe ich dabei jedes Mal die Hände? Du sprichst sie jedes Mal an jedem Hügel, sowohl bei Safa als auch bei Marwa, bis du zu Ende bist. Und du kannst die Hände heben, denn manche haben gesagt, dass du auch die Hände heben kannst zum Dua al-Dhikr. Die Gelehrten unterteilen zwischen Dua al-Dhikr, das bedeutet Dua, wo du nicht direkt sagst, ja Allah, gib mir das, sondern Dua al-Dhikr. Was heißt Dua al-Dhikr? Du machst bei dem Dua was? Lobpreisung.
du lobpreist Allah Azza wa Jal, und manche haben das erlaubt, du brauchst das aber nicht zu machen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Na, gibt es noch Fragen dazu? Das Bittgebet nach dem Adhan, gebe ich da auch meine Hände? Das ist auch eine gute Frage. Wenn der Adhan vollzogen wurde, dann wisst ihr, machen wir ein Bittgebet. Allahumma rabba hadhihi da'wa tamma. Dann sieht man Leute, die heben dabei die Hände. Ist das von der Sunna? Es gab manche Gelehrte, die das als in Ordnung gesehen haben, aber tatsächlich kenne ich keinen authentischen Beweis, der speziell für diese, weil das ist ja jetzt eine spezielle Sache, speziell dafür auch existiert. Dass wir wissen vom Propheten Muhammad oder von Sahaba radiallahu anhum, dass sie da die Hände gehoben. Weil diejenigen, die gesagt haben, man hebt, weil sie allgemein das als grundsätzlich sehen, das Heben der Hände. Okay? Aber das ist ja eine Ibadah, das ist eine spezielle Ibadah. Du machst das speziell nach dem Adhan und dabei hebst du die Hände. Das bedarf natürlich eines Beweises. Wallahu ta'ala ala wa ala. Aber man sollte auch nicht rüge zu denjenigen sein, die das machen, weil es Gelehrte von Ahlus Sunna gibt, die das erlaubt haben. Ich denke, Ibn Uthaymin war darunter. Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, Zeit, barak tawfikum, jazakum nach khairan, assalamu alaikum. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Liebe Geschwister, wir sind noch im Kapitel Al-Hajj. Ich hoffe, dass wir inshallah ta'ala noch weitere zwei Sitzungen über den Hajj machen und dann sind wir fertig mit diesem Kapitel, sodass wir rechtzeitig vor Beginn von Ramadan mit Fiqh As-Siyam anfangen können, inshallah ta'ala, indem wir alles lernen, wie man sich im wundervollen Monat, dem gewaltigsten aller Monate Ramadan, richtig verhält als Muslim. Bi'idhnillah Samir Alim werden wir in den nächsten zwei Sitzungen Fiqh Al-Hajj beenden. Und natürlich, diese Unterrichte stehen jedem zur Verfügung. Vielleicht möchte der eine dieses Jahr nicht zum Hajj oder kann derjenige dieses Jahr nicht zum Hajj, aber nächstes Jahr und dann inshallah ta'ala kann er auf einfache Art und Weise diese Hajj-Riten, diese Rituale erlernen, die er beim Hajj vollzieht. Möge Allah Azza wa Jal uns immer nur nach dem Koran und der Sunna handeln lassen. Liebe Geschwister, eine kurze Wiederholung, bevor wir weitermachen, inshallah ta'ala. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Es gibt fünf Säulen für die Hajj. Fünf Säulen für die Hajj. Und wenn wir über Säulen sprechen, sollte jeder wissen, eine Säule, wenn man sie nicht erfüllt, so ist die Ibadah, der Gottesdienst in der Regel ungültig. Daher sind die Säulen besonders zu betrachten. Du kannst eine Säule nicht einfach so nachlässig beachten. Nein. Eine Säule muss richtig studiert werden. Und wenn du dich mit einer Säule beschäftigst, dann richtig, weil davon ist es abhängig, ob deine Ibadah gültig ist oder nicht. Wenn du beim Gebet nicht stehst, obwohl du stehen kannst, dann ist dein Gebet ungültig. Sagt man, ja, aber ich habe das nicht absichtlich gemacht. Das Urteil ist, dass das Gebet trotzdem ungültig ist. Und ihr kennt den Hadith von dem Mann, der gebetet hat, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, Salli fa'innaka lam tusalli, bete, denn du hast nicht gebetet. Aber dieser Mann hat doch augenscheinlich gebetet. So schickte ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht nur einmal zurück und nicht nur zweimal zurück, sondern genau dreimal hat er ihn zurückgeschickt. Tayyib, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht barmherzig gewesen? War der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nicht darauf bedacht, dass die Leute die Ibadat, die Gottesdienste richtig verüben? Antwort, ja, ja, ja. Nur dieser Mann, der schnell gebetet hat, hintereinander wie ein pickender Huhn, wie ein pickendes Huhn, dieser Mann hat nicht die Säulen beachtet. Daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn zurückgeschickt mit den Worten, bete, denn du hast nicht gebetet. Und schaut mal, das sollte uns klar werden, liebe Geschwister, nicht was du beabsichtigst, ist einzig und alleine ausreichend. Nein. Dieser Mann hat doch beabsichtigt zu beten. Aber
die Art und Weise, wie er gebetet hat, war falsch. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war da, um das Falsche zu korrigieren. Wie in diesem Fall, wo dieser Mann schnell gebetet hat. Wir haben gesagt, wie hat er gebetet? Wie ein pickendes Huhn. Das bedeutet, er hat die Handlung so schnell ausgeführt, dass er ihnen ihre Rechte nicht gegeben hat. Er hat den Handlungen nicht ihre Rechte gegeben, und eine der Säulen, die wir im Islam beim Gebet haben, ist Al-Itma'nina. Das bedeutet die Ruhe, dass du gelassen bist bei deinen Handlungen, dass du deine Handlung eine nach der anderen ausführst. Nicht das, was manche Leute machen. Der ist noch nicht mal richtig vom Ruku' aufgestanden, hat sich noch nicht richtig vom Ruku' erhoben und schon wirft er sich nieder. Und er hat noch nicht mal im Sujud richtig die Azkar gemacht, dann geht er wieder hoch. Diese schnellen Handlungen hintereinander, sie zerstören deine Ibadah. Und deswegen, liebe Geschwister, sind die Säulen besonders zu betrachten. Wir müssen verstehen, dass diese Säulen für uns Basis sind. Daher müssen wir sie erfüllen, ansonsten ist unsere Ibadah ungültig. Und bitte, lasst euch eine Sache nicht erzählen von manchen Leuten. Sie sagen, du bist für alles entschuldigt. Wallahi, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du bist nicht für alles entschuldigt. Wenn du die Möglichkeit hast zum Lernen und zu fragen und du tust das nicht, dann liegt die Sünde auf dich. Für welchen Teil? Dafür, dass du nicht gefragt hast. Natürlich, du kannst hier in einer oder einer anderen Sache Jahil haben. Das hat jeder, sogar ein Gelehrter. Er könnte manche Dinge nicht kennen. Aber wo ist hier unsere Sünde bei der Sache, dass wir nicht gefragt haben? Darauf liegt eine Sünde für uns. Und weil wir vielleicht nicht gefragt haben, wird Allah Azza wa Jalla uns nicht entschuldigen. Und dann heißt es für uns, liebe Geschwister, deine Ibadah war ungültig. Wie manche Leute, sie werden vielleicht zu Allah Azza wa Jalla zurückkommen und sie werden sagen, ja Allah, ich habe dich angebetet. Daraufhin wird Allah Azza wa Jalla zu ihm sagen, du hast mich nicht angebetet. So wird der Diener sagen, ja Allah, ich habe 10 Jahre gebetet. Was sagte der Prophet Muhammad zu dem Mann? Geh zurück, denn du hast nicht gebetet. Du denkst, du bist ein Betender, aber vor Allah warst du ein Nichtbetender, weil du die Ibadah, den Gottesdienst, nicht nach der Art und Weise ausgeführt hast, wie wer es dir vorgeschrieben hat. Allah und sein Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Und leider ist das sehr traurig, liebe Geschwister, dass viele Muslime ihre Ibadat vernachlässigen, ja nicht einmal die Zeit haben, sie zu erlernen. Aber subhanallah, wenn er sich ein Samsung kauft oder ein, weiß ich nicht, ein i2-Phone oder was gibt es jetzt schon, 3-Phone, keine Ahnung. Subhanallah, innerhalb von einem Tag kennt er alle Funktionen. So, sofort. Er sagt dir, was, du weißt nicht, wie man eine Massen-SMS schickt. Obwohl es nicht leicht ist, ja. Aber der kennt sich damit aus, mashallah. Und eher sollten wir unsere Ibadat lernen, als dass wir andere Dinge der Dunya bevorzugen. Was nicht heißt, dass man nicht hier und dort in der Dunya Wissen sich aneignen kann. Das ist nicht damit gesagt. Aber als erstes hast du die Pflicht, was zu erlernen, deine Ibadah. Dafür hat Allah Azza wa Jalla dich erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Liebe Geschwister, wir haben 5 Säulen aufgezählt für die Hajj. Ich hoffe, wir werden sie alle zusammen, bi'idhnillah ta'ala, zusammen hinkriegen. Wir haben gesagt, einmal die Absicht, das ist natürlich fundamental, dass du die Absicht dafür gehegt hast. Weiter. Na? Auf Arafah stehen. Stehen in Arafah. Was noch? Ahmed war der Einzige, der hier war. Die Nacht in Muzdalifa. Die Nacht in Al-Muzdalifa zu verbringen. Na? Und? Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada, die 7 Runden um das heilige Haus, um das altehrwürdige Haus, liebe Geschwister, um die Kaaba. Und der letzte, die letzte Säule ist As-Sa'i. Das sind die Säulen und wir werden inshallah ta'ala sie kurz abhandeln, bi'idhnillah ta'ala, und dann weitermachen mit unserem Unterricht. Der letzte Unterricht wurde leider nicht aufgenommen, beziehungsweise die Qualität war sehr, sehr schlecht, deswegen wiederholen wir das im Kurzdurchzug.
Niyya und Stehen in Arafah hatten wir gesondert besprochen und wir haben das erklärt, liebe Geschwister. Ja, Niyya und das Stehen in Arafah hatten wir besprochen und wir haben das auch ausführlich bearbeitet mit den Vorzügen sogar am Tage von Arafah, welche Vorzüge man hat, wenn man am Tage von Arafah seinen Herrn Allah Azza wa Jal einzig und alleine bittet und was Allah Azza wa Jal bereit ist an diesem Tag den Pilgern für großartige Gnaden zu geben. مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةٍ. An keinem Tag erlöst Allah Azza wa Jal so viele Seelen seiner Diener vom Höllenfeuer wie am Tag von Arafah. Wie am Tag von Arafah. Ein gewaltiger Tag. Ein Tag, der nicht zu vernachlässigen ist, liebe Geschwister. Leider kennen viele nicht die islamischen Tage, die eine große Bedeutung bei uns haben. Schaut mal, liebe Geschwister, meine Frau, sie hat gestern, glaube ich, eine SMS bekommen. Herzlichen Glückwunsch zu Isra und Mi'raj. Schaut mal, subhanallah al-azim, ihr seht, dass die Tage unter den Muslimen bekannt sind, die bei uns eine Bedeutung haben oder keine Bedeutung haben. Keine Bedeutung haben. Und man wünscht sich Glückwünsche für Tage, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht in der Art und Weise verbreitet hat, wie die Leute das machen. Die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht mit bestimmten Gottesdiensten verbunden hat. Wie zum Beispiel Isra und Mi'raj. Dann gehen viele Leute in die Moscheen, sie beten 100 Raka'a oder mehr, der Tag ist lang. Und sie erhoffen sich, dass Allah ihnen an einem Tag alle Sünden vergibt. Subhanallah al-Azim. Dann sagen wir, liebe Muslime, nehmt erstmal die Tage, die gesichert sind. Das sind doch die Tage im Ramadan. Warum fastet ihr nicht im Ramadan? Warum fastet ihr an einem merkwürdigen, an einem zweifelhaften Tag, den die Sunna uns nicht bestätigt hat? Warum? Die Antwort ist leicht. Möge Allah Azzawajal uns und unsere Geschwister recht leiten. Die Antwort ist, das ist leichter, weil man erzählt ihnen, an diesem Tag Ibadah zu machen, löscht ihr alle? Sünde. Dann überlegt er, ich bin noch nicht doof, soll ich im heißen Monat Ramadan 30 Tage fasten? Oder ich nehme mir einen Tag aus, der ein paar gezählte Stunden dauert, und dann gehe ich und bete meine Rak'at, was auch immer ich da bete. Und dann hat Allah Azza wa Jal mir alle Sünden vergeben. Wir haben eine Regel in unserer Religion. Wer die Pflichten nicht macht, kriegt seine Sunna nicht akzeptiert. Wer die Pflichten nicht macht, dessen freiwillige Taten haben keinen Wert. Denn für dich ist es wichtiger, o Diener Allahs, dass du erstmal gegenüber Allah, was machst du? Die Pflichten. Und ihr kennt alle die Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über Allah azza wa jal berichtet. Und das ist ein Hadith Qudusi in den authentischsten Büchern der Hadith-Lehre, liebe Geschwister. Man aada li waliyan, faqad aadantuhu bilhawm. Derjenige, der sich einen gläubigen Diener, ein Schützling von mir anfeinde, den habe ich den Krieg erklärt. Und der Prophet Muhammad sallam berichtet von Allah Azza wa Jal, was Allah in dieser Überlieferung sagt. Dann sagt Allah Azza wa Jal, mein Diener hört nicht auf, mich zu lieben, bis er was verrichtet? Erstmal seine Pflichten. Und dann fährt er fort mit den freiwilligen Taten. Und dieser erreicht die Liebe von Allah Azza wa Jal. Allahu arzuqna. Möge Allah uns immer die Liebe Allahs Azza wa Jal erreichen lassen. Aber was ist entscheidend in dieser Überlieferung? Wer sagt mir das? Was hat hier Allah Azza wa Jal in dieser heiligen Überlieferung erst aufgezählt? Na, die Pflichten macht. Die Pflichten macht. Und wenn du die Pflichten gemacht hast, dann kannst du dich den anderen Taten zuwenden. Denn wenn du nicht die Pflichten machst, so wirst du sehr wohl dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn du sie machst, dann hast du bei Allah Azza wa Jal eine ganz andere Abrechnung zu erwarten. Möge Allah Azza wa Jal uns unsere Abrechnung erleichtern. Liebe Geschwister, dieser Tag, Yawm Arafah, ist ein gewaltiger Tag. An diesem Tag stehen die Pilgerer
An diesem Tag stehen die Pilgerer in Arafah und sie bitten Allah Azza wa Jal. Wir kommen danach nochmal speziell dazu. Und dieser Dua, den du sprichst an diesem Tag, ist ein gewaltiger Dua. Und du solltest wissen, dass Allah Azza wa Jal Al-Mujib allgemein ist. Er erhört die Bittgebete. Aber es gibt besondere Anlässe, an denen Allah die Bittgebete mehr erhört als zu anderen Anlässen. Und diese Anlässe sollte eigentlich ein Muslim kennen. Dass du weißt, wenn ich zu diesem Zeitpunkt Dua mache, Allah ernimmt in jedem Fall die Bittgebete an. Möge Allah uns Ikhlas geben. Wallah, ich kann euch aus persönlicher Erfahrung erzählen. Wenn wir zur Deutschlandtour fahren, und die Brüder, die kennen das, manchmal war der Tank nicht mehr voll, um ehrlich zu sagen, er war leer. Und wir haben in der nächsten Situation keine Möglichkeit gehabt zu tanken. Und der Tankanzeiger war schon auf nicht mehr Zero, das war under Zero. Ihr könnt euch vorstellen, da hebst du nur noch die Hände und sagst, ja Allah, lass uns die nächste Tankstelle erreichen. Und das war nicht einmal so, das war nicht zweimal so, das war nicht dreimal so. Wallahi, jedes Mal mussten wir unsere Hände heben. Walhamdulillah, Allah hat uns kein einziges Mal stehen lassen. Alhamdulillah. Und einmal sogar hat der Tankanzeiger auf Null gezeigt, eigentlich unter Null, und ein Bruder macht Dua und subhanallah, der Tankanzeiger geht hoch. Und dann haben wir es geschafft zur nächsten. Warum? Weil das Bittgebet, weil die Brüder besonders gut sind? Nein. Aber was wurde uns versprochen? Das Bittgebet des Reisenden ist angenommen. Das liegt nicht an uns. Möge Allah uns besser machen, als wir sind. Aber das Bittgebet des Reisenden ist angenommen. Deswegen nutzt diese Möglichkeiten. Und ich sage immer zu den Leuten, subhanallah, wenn es an einem Tag regnet, dann siehst du Leute, der guckt aus dem Fenster und sagt, boah, ist das ein Regen. Ja, was ist besser, boah zu sagen und aus dem Fenster zu gucken oder was zu machen? Dua, denn wenn es regnet, ist dein Dua ebenfalls angenommen. Aber hier seht ihr die unterschiedlichen Leute, dass sie wirklich den Segen Allahs Azza wa Jal wollen oder nicht. Ich sage, manche Leute haben schon alles in der Dunya und in der Akhira, deswegen bitten sie Allah vielleicht nicht mehr. Und deswegen sagte ein Sheikh, möge Allah Azza wa Jal ihn segnen, er sagte, wenn du keine Sünden hast, dann brauchst du Allah nicht zu bitten. Du brauchst ihn nicht zu bitten. Du brauchst Allah nicht zu bitten, wenn du keine Sünden hast. Gibt es eine Person, der keine Sünden hat? Kullu bani Adama Khatta. Jeder Mensch, Sohn Adams, ist ein Sünder. Jeder, ausnahmslos. Die großen Gelehrten, ewallah, auch die großen Gelehrten. Sahaba, ewallah, auch Sahaba. Niemand ist frei, außer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Liebe Geschwister, das war, das steht in Arafat. Dann haben wir gesagt, es gibt noch eine weitere Säule und das ist die Säule in Al-Muzdalifa, die Übernachtung in Al-Muzdalifa. Und der Beweis dafür, dass das eine Säule ist, und dieses war ein Meinungsunterschied der Gelehrten, ob das eine Säule oder eine Pflicht oder eine Sunna ist, aber diejenigen, die dieses als Säule benannt haben, sagten den Hadith, der bei Sahih ibn Majah von Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala als authentisch klassifiziert wurde, man shahida salatana hadhihi wa waqafa ma'ana hatta nadfa'a wa qad waqafa bi'arafa qabla dhalika laylan aw naharan faqad atamma hajjahu wa qad tafatha. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer dieses Gebet, und er meinte das Gebet in Al-Muzdalifa, was sie gebetet haben. Wer dieses Gebet mit uns verrichtet und mit uns rausgeht und am Tage von Arafah dort steht, der hat seine Hajj vervollständigt. Der hat seine Hajj vervollständigt. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Atamma Hajja haben die Gelehrten erklärt, das kann nur eine Säule sein, weil es sich hier um was handelt? Um eine Vervollständigung einer Sache. Und der Prophet Muhammad hat ja auch andere Dinge aufgezählt, die ebenfalls eine Säule waren. Zum Beispiel das Stehen in Arafah.
Okay, das heißt, er hat dieses Ereignis in Al-Muzdalifa mit anderen Säulen benannt, so dass manche gesagt haben, es kann sich hier nur um eine Säule handeln, weil auch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mit Atamma Hajjahu abgeschlossen hat, diese Überlieferung, der hat seine Hajj vervollständigt. Und deswegen sagen Madhab Ta'ifa min al-Salaf, wa huwa Madhab al-Auza'i wa ibn Khuzaymah wa ibn Jarir und al-Tabari, sie sagen, dieses ist eine Säule, jedoch die meisten Gelehrten, Qaul Jumhur al-Ulama, sie sagen, annahu wajib, das ist nur eine Pflicht in al-Muzdalifa zu verbringen, jedoch nicht eine Säule. Wir sagen, du sollst darauf achten, dass du wo deine Nacht verbringst in Al-Muzdalifa. Unabhängig davon, ob das jetzt eine Pflicht oder eine Säule ist. Denn das ist für dich so geboten, lieber Diener Allahs. Und dann, liebe Geschwister, haben wir über den Tawaf gesprochen. Der Tawaf ist ebenfalls eine Säule. Natürlich, wenn du die Umrah machst, ist eine der Säulen der Umrah, haben wir gesagt, der Tawaf. Ebenfalls beim Hajj, genau dasselbe. Denn die Umrah ist eine Ibadah und der Hajj ist eine Ibadah. Und wir haben über den Hajj al-Tamattu' gesprochen. Was haben wir gesagt? Was ist dieser Hajj al-Tamattu'? Er ist eine Kombination zwischen Umrah und sehr gut. Eine Kombination aus Umrah und Hajj. Und deswegen hat der Prophet Muhammad diese Art der Hajj besonders bevorzugt, liebe Geschwister. Das ist die beste Art, die man machen kann beim Hajj. Es gibt ja noch Hajj Qiran und Hajj Ifrad, aber der Prophet Muhammad hat welche Art am meisten bevorzugt? Den Tamattu. Hajj al-Tamattu. Beides machst du hier. Die Umrah und den Hajj. Und natürlich, ihr könnt euch auch vorstellen, liebe Geschwister, es ist leider nicht mehr so billig. Wallahi al-Azim, möge Allah azzawajal unsere Geschwister recht leiten, die es ihren Geschwistern sehr schwer machen, die Hajj zu besuchen. Ihr überlegt, yani, die jetzigen Preise liegen. Wisst ihr, was jetzt eine Hajj kostet? Wenn du eine ganz normale Hajj ohne besonderen Schnickschnack machst, liegt der Preis für 4 Wochen bei 4.300 Euro. Stellt euch vor, einer möchte mit seiner Frau den Hajj verrichten. Wie viel brauchen sie, wenn sie noch ein paar Geschenke mitbringen für ihre Familie? 10.000 Euro. Wie viele Pfandflaschen willst du denn wegbringen? 10.000 Euro? Woher soll denn ein Jugendlicher 10.000 Euro herhaben? Vielleicht hat nicht mal ein mittelalterlicher Mann 10.000 Euro. Woher soll der Jugendliche das haben? Ja, wenn ihr seine Eltern ihn nicht von da und hier helfen, dann subhanallah al-Azim ist das sehr schwer. Aber ich empfehle trotzdem, erstmal möge Allah azzawajal unsere Brüder recht leiten, die es ihren Geschwistern sehr schwer machen. Zweitens, spart. Tut immer so viel zur Seite, wie ihr könnt. 20 Euro. 30 Euro, 50 Euro. Und man kann auch sehr wohl auf Dinge der Dunya verzichten, denn wenn du auf diese Dinge verzichtest, so wird Allah Azza wa Jal dir in der Akhira etwas Besseres geben. Warum? Weil du hast verzichtet dafür, dass du eine Pflicht, eine Säule der Säulen vom Islam verrichten kannst. Denkst du, Allah wird dir das belohnen? وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ. Und was ihr alles an Gutem macht, an guten Taten, so weiß wer darüber Bescheid. Allah Azza wa Jalla. Deswegen spart immer. Und ehe ihr euch verseht, habt ihr vielleicht den Betrag zusammen oder so viel zusammen, dass nur noch ein kleiner Betrag von einem, dass nur noch ein kleiner Betrag fehlt und subhanallah, ihr wisst, wie Allah Azza wa Jalla versorgt. Wallahi al-Azim, Allah versorgt von allen Seiten. Hauptsächlich machst du was? Deine Absicht, deine aufrichtige Absicht und du wirst sehen, wie Allah Azza wa Jalla subhana dich versorgt und er ist der Allversorger, Allah sagt. Möge Allah Azza wa Jalla uns immer in der Dunya und in der Akhira versorgen. Liebe Geschwister, Tawaf al-Ifada ist ebenfalls eine Säule und das ist immer dasselbe Prinzip. Das ist das 7-malige Umrunden der Kaaba. Und der Beweis dafür, dass dieses ebenfalls eine Säule ist, Allah Azza wa Jalla sagt uns im Koran in der Surah Hajj in der Ayah 29 وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Und so sollen sie um das altehrwürdige Haus, bedeutet um die Kaaba, herumgehen. Bedeutet was? Herumgehen, Tawaf? Die Kaaba umrunden. So sollen sie die Kaaba umrunden. Das ist das, was Allah Azza wa Jalla uns
im Koran sagt, liebe Geschwister. Und die letzte Säule ist As-Sa'i, haben wir auch schon besprochen. Das ist das siebenmalige Hin- und Hergehen zwischen dem Berg As-Safa und Al-Marwa. Dieses siebenmalige Hin- und Hergehen, dieses ist die letzte Säule für den Hajj. Dann hast du auch den Hajj, dann hast du auch die Säulen für den Hajj hier zu verrichten. Tayyib. Natürlich, jetzt sagt man, okay, Abu Bara, du hast uns jetzt gesagt, das sind die Säulen der Hajj. Aber ganz im Ernst, ich weiß jetzt nicht, wie der Ablauf ist, der zeitliche Ablauf. Macht euch keine Sorgen, darum kümmern wir uns jetzt, inshallah ta'ala. Wir haben gesagt, wenn man den Hajj Tamattu macht, dann beendet man zuerst die Umrah. Und die Umrah hatte drei Säulen, das war einmal Ihram-Zustand. Passt auf, nicht das, was manche Leute denken. Die denken, Ihram-Zustand ist einfach, dass du was anziehst? Die Ihram-Tücher. Ist das der Ihram-Zustand? Nein, sondern? Man muss viele Sachen beachten. Richtig, aber man beabsichtigt was beim Ihram-Zustand? Ach so, dass man die Umrah macht. Dass man die Umrah macht und dass man natürlich diese Manasik, diese Rituale verrichtet. Dass man diese Manasik verrichtet. Und ab dem Moment, wo du das verrichtest, ab dem Moment, wo du das beabsichtigst, darfst du nicht mehr dein Ziel ändern. Du musst die Umrah vollziehen. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ لِلَّهِ Und verrichtet, vervollständigt die Hajj und die Umrah für Allah Azza wa Jalla. Du darfst hier nicht mehr diese Sache unterlassen, nach Beabsichtigung, außer wenn es wirklich einen schwerwiegenden, und ich sage nicht eine einfache Entschuldigung gibt, eine schwerwiegende Entschuldigung gibt. Wie zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, man wird es nicht mehr schaffen, man wird vorher sterben oder sonstiges. Das ist eines der Gründe, warum man das vorher unterbrechen kann. Ansonsten hast du den Ihram-Zustand beabsichtigt. Nicht nur, dass du deine Ihram-Kleidung anlegst als Mann, diese zwei Tücher, Ober- und Untertuch, sondern dass du diese Umrah verrichten wirst, dann darfst du hier das nicht mehr unterlassen, es nicht zu tun. Nicht mehr unterlassen, es zu tun, liebe Geschwister. Das heißt, du hast dann den Ihram-Zustand angenommen, dann machst du den Tawaf, du machst den Sa'i und nach dem Sa'i kürzt du deine Haare. Und wir haben gesagt, das Beste ist, kürzen oder rasieren? Was ist das Beste? Zu rasieren. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam machte für den Rasierer, können wir nicht sagen, für den, der seine Haare rasiert, machte er dreimal Bittgebet. Allahumma arham al-muhalliqin. O Allah, sei barmherzig mit denjenigen, die sich ihre Haare rasieren. Während er das für diejenigen, die sich ihre Haare kürzen, nur einmal gemacht hat. Das heißt, was ist besser? Die Haare zu rasieren. Na? Und ich empfehle, sucht euch die Leute aus, die ihre Haare lieben, dann macht es besonders Spaß, ihre Haare zu rasieren. Du merkst, wie er fast anfängt zu weinen. Aber es ist sehr schön, wenn man sich die Haare rasiert hat, nach diesem Zustand, liebe Geschwister, bist du wieder in welchem Zustand? Immer noch im Ihram-Zustand, oder? Im Hil-Zustand. Das heißt, du hast den Ihram-Zustand verlassen. Ab jetzt ist wieder was für dich erlaubt? Normale Kleidung. Du kannst normale Kleidung anziehen, du kannst dir wieder deine Unterwäsche anziehen. Das, was in der Zeit im Ihram-Zustand nicht erlaubt war. Du kannst, Geschlechtsverkehr wieder haben, das merken sich die Brüder immer. Na? Ja, du kannst Shampoo mit Düfte. Du kannst wieder Duft auflegen und so weiter und so fort. Deine Nägel schneiden, deine Körperhaare entfernen und was auch immer anfällt. Dieses ist jetzt wieder für dich erlaubt. Wir haben gesagt, die Hajj hat bestimmte Zeiten. Welche Zeiten sind das? Vom 8. bis zum 13. Vom 8. bis zum 13. von welchem Monat? Dhul-Hijja. Das heißt, du kannst nicht zu jeder Zeit Hajj machen. Nicht, dass du sagst, oh, an diesen Tagen ist das Ticket besonders günstig, da gehe ich mal Hajj machen. So geht das nicht, sondern es gibt bestimmte Tage für den Hajj. Na? Al-Hajju Ashurum Ma'lumat. Für den Hajj gibt es was? Bekannte Monate, die dafür vorgesehen sind. Das ist Dhul-Hijja, der 8. bis zum 13. Dhul-Hijja. Jedoch die Umrah kannst du beliebig machen. Zweimal, dreimal, viermal im Jahr, wie du möchtest, zu verschiedenen Zeiten, kein Problem.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat wie oft die Umrah verrichtet? Nein. Viermal. Viermal. Und den Hajj? Einmal. Ein einziges Mal. Ein einziges Mal. Heißt es, schlaf nicht öfter zum Hajj? Heißt es das? Nein, du kannst. Aber beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war es so der Fall gewesen. Tayyib. Natürlich, es kommt darauf an, wann man fliegt. Wenn man zum Beispiel am 2. von Dhul-Hijjah losgeflogen ist, dann hat man seine Umrah, dann hat man die Manasik für die Umrah gemacht, die Rituale, dann ist man schnell fertig. Wenn man diese ganzen Sachen hintereinander macht, was denkt ihr, wie viele Stunden braucht man hintereinander? Dann braucht man wie lange? Halben Tag? Nee, Stunde, dann muss man schon. Halben Tag? Nein, auch keinen halben Tag. 2 bis 3 Stunden, wenn du wirklich auch die Sache nicht schnell machst. 2 bis 3 Stunden, dann bist du fertig. Nein, die gesamte Umrah. Das bedeutet, den Tawaf, das 7-malige Umrunden und natürlich, das ist abhängig davon, wie voll das ist. Na, und es gibt noch hier den Sa'i. Der Sa'i ist etwas länger, etwas anstrengender. Sagen wir auch nochmal, 1 Stunde, dann hast du insgesamt 3 Stunden. Die Haare zu rasieren, bei uns geht schnell, Alhamdulillah. Das sind 3, 4, 5 Minuten. Und dann hast du diesen gesamten Zustand verlassen, den Ihram-Zustand. Dann bist du immer noch beim 2. von Dhul-Hijjah oder 3. Dhul-Hijjah, kein Problem. Du musst nicht den Tawaf beenden und dann sofort den Sa'i machen. Du kannst das auch am nächsten Tag machen. Oder am übernächsten Tag. Kannst. Es kann sein, dass du fertig bist. Bei mir war das so. Letztes Mal, wo wir waren, ich habe fast den Tod gesehen nach dem Tawaf. Aber ich war krank. Möge Allah uns nur bei einer Gehorsamkeit sterben lassen. Aber dann, ich war Gruppenführer, deswegen musste ich weitermachen. Aber normalerweise hätte ich nicht weitergemacht, ja. Sonst, aber es war dann schon sehr anstrengend. Und Alhamdulillah, an dem Tag waren wir körperlich tot. Körperlich tot. Also es war so, als ob ein Berg auf deinen Körper lastete und du konntest dich nicht mehr bewegen. Aber Alhamdulillah, du kannst das aufschieben. Du kannst das am nächsten Tag oder am übernächsten Tag machen, so dass diese Dinge nicht zeitlich beieinander sind. Aber in der Ibadah selber, Tawaf, das machst du hintereinander. Beim Sa'i, da gehst du hintereinander. Wir meinen damit, dass du dir Zeit lassen kannst, wenn du eine Pause machst nach dem Tawaf, nachdem du ihn beendet hast. Bis zur Sa'i, dann kannst du dir Zeit lassen, beten in der Ta'ala, liebe Geschwister. Sagen wir sind am 3. von Dhul-Hijjah, jetzt hast du die Tage, du bist im Hilf-Zustand. Du kannst alles machen, was du vorher gemacht hast. Das heißt, 3. Dhul-Hijjah, 4. Dhul-Hijjah, 5. Dhul-Hijjah, 6. Dhul-Hijjah, 7. Dhul-Hijjah. Wann müssen wir jetzt uns für den Ihram vorbereiten? Am 8. Dhul-Hijjah, sehr gut. 8. Dhul-Hijjah, dann nimmst du ein Bad, du machst Ghusl, du parfümierst dich und dann legst du die Ihram-Kleidung an. Jetzt bist du wo wieder im Ihram-Zustand. Jetzt gilt wieder dasselbe für dich, ne? Mit Parfüm? Vorher parfümierst du dich. Nicht mehr im Ihram-Zustand. Du machst den Ghusl, du parfümierst dich und dann gehst du in den Ihram-Zustand. Okay? Nicht während des Ihram-Zustands. Da haben wir gesagt, das Parfümieren für Männer ist nicht erlaubt. Frauen brauchen wir nicht zu reden. Die Frauen im Ihram-Zustand und außerhalb des Ihram-Zustands, es ist nicht für sie erlaubt, sich draußen zu parfümieren. Zu Hause ja, für ihren Ehemann. Aber manche wollen für ihren Ehemann nicht gut riechen, aber für die anderen. Na? Deswegen, subhanallah, eine Frau kümmert sich am meisten darum, dass die Bene am meisten gefällt ihrem Ehemann und nicht den anderen Männern. Ja? Wir, die Frauen von heute, die tragen zu Hause eine Jogginghose, da sind Knoblauchreste drauf, da ist noch Erbrochenes von ihrem Kind. Aber wenn sie nach draußen geht, subhanallah, dann siehst du, da sind die Kleider auf einmal da. Und eigentlich sollte eine tugendhafte Frau genau umgekehrt sein. Das heißt aber auch nicht, dass sie draußen Knoblauchklamotten anziehen. Am 8. von Dhul-Hijjah gehen wir wieder in den Ihram-Zustand, liebe Geschwister. Jetzt gilt für dich wieder der Zustand von einem Muhrim. Was denkt ihr in einem Zustand, wo Allah Azza wa Jal dem Diener Dinge verbietet, die normalerweise für ihn erlaubt sind? Welche Stellung hat hier der Diener, wenn er diese Dinge für Allah Azza wa Jal macht? Eine geehrte oder eine erniedrigte Stellung? Eine geehrte Stellung. Dieser Ihram-Zustand ist was ganz Besonderes. Und der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hat uns gesagt, wenn wir aus unserem Haus herausgehen, mit Wudu,
Das heißt, im Tahara-Zustand. Und wir gehen zur Moschee, dann kriegst du denselben Lohn wie ein Hajj Muharram. Allahu Akbar. Du gehst aus deinem Haus mit was? Mit Wudu, im Tahara-Zustand. Und du läufst zur Moschee, dann kriegst du den Lohn von Allah Azza wa Jal, als wärst du ein Hajj Muharram. Einer, der sich im Hajj-Zustand befindet und ein Muharram in dieser Zeit ist. Wir haben gesagt, du nimmst den Russen und parfümierst dich, dann legst du die Ihram-Tücher an und sprichst Labbaik Allahumma Hajjan. Labbaik Allahumma Hajjan. Jetzt machst du die Hajj. Jetzt machst du die Hajj. Jetzt bitte, es kommt ein zeitlicher Ablauf, das müsst ihr euch einfach so merken. Das wird so halt praktiziert. Und die Organisationen, wenn sie nach Koran und Sunna gehen, dann werden sie auch nach diesem Zeitplan verfahren. Alhamdulillah, viele verfahren so, aber es gibt Leute, die immer aus der Reihe heraustanzen. Nachdem du gesagt hast, Labbaik Allahumma Hajjan, dann weißt du, jetzt bist du in den Ihram-Zustand eingetreten, liebe Geschwister, dann begibst du dich, wo warst du vorher? Wo war dein letzter Ort? In Mekka. In der Regel Mekka. Du kannst ja auch nach dem Zustand, nachdem du die Umrah beendet hast, kannst du ja auch zwischendurch hier oder dort hingegangen sein. Aber wir gehen davon aus, dass man in Mekka war. Wir gehen davon aus, dass man in Mekka ist. Dann begibst du dich nach Mina. Mina ist ebenfalls eine Stadt, die nicht sehr weit von Mekka entfernt ist. Dort, liebe Geschwister, betet man das Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und vom nächsten Tag das Fajr-Gebet. Ich wiederhole, in Mina betest du das Dhuhr, das Asr, das Maghrib, das Isha und das Fajr-Gebet. Tayyib. Das heißt, wann gehen wir dorthin nach Mina, wenn ich sage, dort betest du das Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und Fajr? Morgens. Ja, nach dem frühen Morgen, nach dem frühen Morgen geht ihr heraus und dann fährt man zu dieser Stadt. Man geht zu dieser Stadt Mina und dort verrichtet man diese Gebete, ohne sie zusammenzulegen. Na, das heißt, wir sind bei welchem Tag? Wenn wir gesagt haben, Fajr, 8. Dhul-Hijjah, haben wir den Ihram angelegt? Haben wir den Ihram-Zustand eingenommen? Jetzt haben wir diese Reise nach Mina angetreten, haben dort diese ganzen Gebete gemacht bis zum Fajr, also sind wir vor am 9. von Dhul-Hijjah. Und ihr wisst, der 9. von Dhul-Hijjah, das sollte jeder kennen, diesen Tag, ist der Tag von Arafat. Das bedeutet, nachdem wir das Fajr gebetet haben, wir sind wo noch? In Mina. Jetzt brechen wir auf nach Arafat. Hier gibt es viel Chaos, weil ihr könnt euch vorstellen, die ganzen Pilgerer wollen wohin? Nach Arafat. Habt ihr schon mal in Saudi Auto fahren sehen? Du siehst den Unfall schon vor deinen Augen, aber es passiert nicht. Subhanallah. Und so ist es nicht einmal oder zweimal. Ich weiß nicht wie. Subhanallah. Du sagst, es knallt, aber es knallt nicht. Aber er war schon da eigentlich. Aber subhanallah, möge Allah unsere Geschwister dort bewahren. Na, das bedeutet, du gehst dann am frühen Morgen nach Sonnenaufgang nach Arafat, ruhig, du brichst ruhig auf. In Arafat betest du, das muss man sich merken, das Dhuhr und Asr Gebet, indem du es zusammenlegst. In Arafat betest du das Dhuhr und das Asr Gebet, indem du es zusammenlegst. Na? Bedeutet, wenn wir sagen, wir beten zwei Gebete. Wie viel Adhan machen wir? Wie viel Adhan machen wir, Ahmed? Ein Adhan, zwei Iqam. Sehr gut. Ein Adhan und zwei Iqam. Ich muss nur kurz. Ein Adhan und zwei Iqam. Hier sind wir am Tage von Arafah. Liebe Geschwister, wir beten das Dhuhr und Asr, indem wir es zusammenlegen mit einem Adhan und zwei Iqama. Und man verlässt den Ort Arafah dort nicht vor Sonnenuntergang. Das bedeutet,
wenn du am 9. von Dhul Hijjah auf, dich aufmachst nach Arafah, dann sollst du dich darauf konzentrieren, Allah Azza wa Jal inständig zu bitten, die gesamte Zeit bis vor Sonnenuntergang. Bis vor Sonnenuntergang. Okay? Nochmal, du brichst von Mina nach dem frühen Morgen auf, dann gehst du nach Arafah und in Arafah betest du Dhuhr und Asr zusammen. In Arafah betest du Dhuhr und Asr zusammen, indem du ein Adhan machst und zwei Iqama und du bittest dort Allah Azza wa Jal, worum du ihn auch immer bitten möchtest. Wer sagt mir, wie ist der Adab beim Dua? Wie ist das Benehmen beim Dua? Womit fängt man an? Wir wollen einen guten Dua machen, weil an diesem Tag erhoffen wir, dass Allah Azza wa Jal unseren Dua tatsächlich annimmt, also sollten wir auch einen richtig guten Dua machen. Also mit Tahmid, also Alhamdulillah zum Beispiel. Wir fangen an erstmal mit dem. Fadlan? Nein, ich will ergänzen. Mit? Asma Allah Husna. Die schönsten Namen Allahs Azza wa Jalla. Weil Allah Azza wa Jalla sagt: Walillahi al-Asma al-Husna fad'uhu biha. Und Allah gehören die schönsten Namen, darum ruft ihn mit diesen schönsten Namen. Du fängst an, Allah Azza wa Jalla zu loben. Es wurde über einen Gelehrten berichtet, der hat nie sein Dua angefangen, ohne erstmal die 99 Namen von Allah zu nennen. Erst nannte er diese 99 Namen und dann hat er Allah erst gebeten. Subhanallah, möge Allah uns unsere Schwäche vergeben. Du zählst die Namen auf, vor allen Dingen die Namen, die mit deinem Bittgebet verbunden sind. Wenn du Allah darum bittest, dass er dir deine Sünden vergibt, welchen Namen willst du dann? Al-Ghaffar, Al-Ghafur oder Ar-Rahman, Ar-Rahim oder Al-Afu, Al-Tawwab. Das sind alles Namen von Allah Azza wa Jal, damit Allah Subhanahu wa Ta'ala dir die Sünden vergibt. Wenn du krank bist und du möchtest Heilung von Allah Azza wa Jal, auch die Krankheit deines Herzens. Denn viele sehen nur die körperliche Krankheit. Aber was viel gefährlicher ist, ist die Herzenskrankheit, liebe Geschwister. Dann nimmst du welches Wort von Allah Azza wa Jal? Welchen Namen von Allah Azza wa Jal? Ash-Shafi. Okay? Ash-Shafi ist dann dieser Name. Wenn du Allah Azza wa Jal darum bitten möchtest, dass du eine erste oder eine zweite heiratest, dann Ar-Razzaq. Dieses Dua machst du nicht vor deiner Frau? Nein, dann? Ar-Razzaq. Okay? Weil, wenn deine Frau das hörst, brauchst du einen anderen Namen. Von Allah, den Beschützer, Al-Hafid. Ja, Hafid. Da musst du aufpassen. Und deswegen, liebe Geschwister, sollst du immer denjenigen von den Namen auswählen, die mit deinem Bittgebet einhergehen. Bi'idhni Allah Ta'ala. Und danach bittest du Allah Azza wa Jal, worum du ihn auch immer bitten möchtest und schließt ab mit was? Mit den? Mit den Salawat. Mit den Salawat auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, indem du sagst Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad oder andere Dinge. So schließt du dein Bittgebet ab. Bi'idhnillah ta'ala ist das das Beste, was du in diesem Zeitpunkt machen konntest. Könnt ihr noch oder wollen wir das andere auf nächste Woche verschieben? Ich mache es abhängig von euch, inshallah. Wir haben den Tag von Arafah jetzt auch dort verbracht, bis vor Sonnenuntergang. Dann haben wir gesagt, nach Sonnenuntergang wollen wir das Maghrib und Isha-Gebet wo beten? In Al-Muzdalifah. In Al-Muzdalifah, weil der Prophet Muhammad uns gesagt hat, dass wir dort das Maghrib und das Isha-Gebet in Al-Muzdalifah beten. Passt auf, liebe Geschwister. Natürlich, Arafah waren wieder sehr viele Leute und diese gesamten Leute wollen wieder nach Al-Muzdalifah. Was denkt ihr? Wir haben immer noch sehr viel Stau. Was machen jetzt manche Leute? Okay, der Prophet Muhammad hat gesagt, dass wir Maghrib und Isha in Al-Muzdalifah beten, aber mit welcher Bedingung?
Mit welcher Bedingung? Dass wir erreichen, oder? Dass wir es auch erreichen. Aber wir haben dort Leute gesehen und leider ist es auch zu großen Problemen gekommen. Du gibst manchmal eine Nasiha, subhanallah, einer denkt, du bist ein Feind von ihm. Der möchte dich am liebsten, yani, dort bei der Hajj, obwohl er das nicht darf, irgendwie will er dir einen Schaden zufügen. Natürlich, guck mal, wenn wir Fiqh haben, liebe Geschwister, wir sollen Maghrib und Isha in Al-Muzdalifa beten, ja. Aber was, wenn du in Arafah so festgesteckt bist, dass die Gebetszeit eingetreten ist, dann betest du wo? In Arafah. Dann betest du Maghrib und Isha in Arafah und lässt nicht die Zeit verstreichen, so dass du sagst, egal wann ich nach Al-Muzdalifa ankomme, dort werde ich beten. Weil manche haben gesagt, ja, bis vor Fajr kannst du beten. Da kam die super Fatawa wieder. Könnt ihr euch vorstellen? Natürlich, wenn wir, liebe Geschwister, eine Sache vom Propheten Muhammad bekommen, dann sollen wir das auch immer unter den was sehen. Wir wissen, der Prophet Muhammad, nur damit wir das Ganze verdeutlichen, er hat einmal in Mina hat er die Gebete zusammengefasst. Dhuhr mit Asr und Maghrib mit Isha. Das, obwohl es keine Regeln gab, das, obwohl er nicht auf Reise war und auch nicht, liebe Geschwister, auch nicht, er war weder auf Reise noch na? Ja, er hatte keinen Umstand gehabt. Das heißt, er hat trotzdem die Gebete zusammengefasst. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das seiner Umma nicht so schwer macht. Okay. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gemacht, richtig. Aber heißt das jetzt, wir sollen jeden Tag so beten? Antwort? Nein. Wie oft hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht? Genau genommen? Ein einziges Mal. Das heißt, was ist das Basisprinzip bezüglich der Gebetszeiten für uns? Na, dass sie in der richtigen Zeit gebetet werden. Dass sie in der richtigen Zeit gebetet werden. Weil so haben wir das doch von den Sahaba gelernt, haben sie dann diesen Vorzug gemacht. Aber ihr wisst, es gibt jetzt Leute, der zieht Maghrib und Isha zusammen 3 Monate lang. Sunna, Sunna, Sunna. Alles ist Sunna. Hauptsächlich, das passt mit deinen Gewissen zusammen. Das Gebet ist den Gläubigen zu festen Zeiten vorgeschrieben. So ist die Basisregel. Und ich wundere mich über eine Sache. Diese Sache wird jetzt seit neuestem praktiziert, vielleicht seit 3-4 Jahren. Hat sich die geografische Lage in Deutschland geändert? Nee, aber die Gelüste sind noch heftiger geworden. So ist die Antwort. Haben wir vor 5 oder 10 Jahren andere geografische Verhältnisse gehabt? Auf einmal sieht man den Fajr nicht mehr. Ja? Auf einmal. Und jetzt im WM sieht man sowieso gar nichts mehr, weil nur noch den Fernseher. Ja. Was werden die Leute machen? Sie werden Maghrib und Isha beten, schnell, damit sie was gucken können? Ronaldinho dribbelt. Wer will sich das entgehen lassen? Versteht ihr? Dann sitzt man vor dem Fernseher. Wir sagen, auch wenn man Maghrib und Isha zusammenfasst, was macht man sofort danach? Man geht? Na, schlafen. Ja, das ist so schwer für die Leute. Okay, Montag fasst er zusammen, Dienstag fasst er zusammen, weil er Arbeit hat. Sowieso die meisten Muslime haben keine Arbeit. Mittwoch fasst er zusammen, Donnerstag fasst er zusammen, Freitag fasst er zusammen. Was ist mit Samstag und Sonntag? Da hat er doch gefragt, warum da auch zusammenfassen? Das ist doch komisch, oder? Oder? Wenn es nur um Erleichterungen geht, sag okay, Montag fester zusammen und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag. Aber was mit Samstag und Sonntag? Dachte er doch nicht. Oder läuft da Babul Haram? Vielleicht. Deswegen, liebe Geschwister, Allahi, möge Allah Azza wa Jalla uns immer auf diesem Weg befestigen, dass die schlimmste Krankheit in deinem Herzen ist, wenn du anfängst, mit was zu spielen? Mit der Religion. Das ist die allerschlimmste Sache. Und morgen ist es nicht nur Maghrib mit Isha, sondern Dhuhr mit Asr. Und die Wege sind viele. Die Wege von Shaitan sind viele. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan. O ihr, die ihr glaubt, folgt nicht den Schritten. Kommt der Shaitan auf einmal, oder? Er kommt in Schritten. So hat er doch die Leute in die Irre geführt. Ich beschreibe den Zeitplan nochmal, liebe Geschwister. 8. von den Hijjah, nehmen wir den Ihram-Zustand ein. Dann gehen wir wohin? Nach Mina. Nach Mina. Dort beten wir das. Das Dhuhr, das Asr, das Maghrib, das Isha und den Fajr.
Richtig. Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha und das Fajr Gebet. Dann sind wir beim 9. von Dhul Hijja. Diese Gebete machen wir in Al-Mina, liebe Geschwister. Und dort schieben wir die Gebete nicht zusammen, sondern wir beten sie zur richtigen Zeit. Dann gehen wir nach Arafah. Und in Arafah beten wir Dhuhr und Asr zusammen. Okay, mit einem Adhan und zwei Iqama. Und wir stehen so lange dort und bitten Allah Azza wa Jal bis vor Sonnenuntergang. Vor Sonnenuntergang machen wir uns dann auf, wohin? Nach Al-Muzdalifa. Wenn wir es aber nicht schaffen, dann beten wir wo? In Arafah. Okay, jetzt sind wir in Al-Muzdalifa und da machen wir das nächste Mal weiter. Insha'Allah ta'ala. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von der Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. Ehrlich. Dann haben wir einen kurzen Moment Zeit für die Fragen. Machen wir erstmal von den Schwestern. Vielleicht müssen sie früher gehen. Wenn ich den Tawaf vollziehe, beginne ich ja beim Hajj al-Aswad und nach Möglichkeit küsse ich ihn oder berühre ihn. Oder wenn beides nicht geht, zeige ich mit meiner rechten Hand auf ihn. Richtig? Mache ich dies alle Runden, bis ich fertig bin oder nur am Anfang einmal? Natürlich, wenn man kann, kann man ihn immer küssen und kann man ihn berühren. Aber weder das eine noch das andere wird wahrscheinlich der Fall sein, weil es in der Hajj-Saison wirklich sehr, sehr voll ist. Aber wenn man es schafft, Alhamdulillah, dann macht das so. Ansonsten, und das ist die Regel, ist es so, dass du in der Höhe vom schwarzen Stein, da hast du eine grüne Markierung, da siehst du, hier fängt der Tawaf an, das steht auch dort, dann hebst du nur deine Hand und zeigst mit der Hand, Wallahu ta'ala ala. Das gilt nur für Hajar al-Aswad mit der Hand zu zeigen, nicht für die für den Rücken al-Yamani, für die jemenitische Ecke. Beim Betreten von Haram soll, kann ich da al-Tahiyat al-Masjid beten oder sofort mit Tawaf. Du beginnst mit Tawaf, inshallah ta'ala. Du beginnst mit dem Tawaf, Wallahu ta'ala ala wa ala. Na, tfadah. Wenn man diese jemenitische Ecke anfasst, macht man ein Dua oder... Was ist, wenn ich die jemenitische Ecke anfasse, berühre? Hier ist die Sache so, was haben wir gesagt bezüglich der jemenitischen Ecke? Berühren wir sie oder sagen, was machen wir bei der jemenitischen Ecke? Was haben wir gesagt? Wir berühren sie. Haben wir gesagt, wir berühren sie? Wir berühren sie nicht. Mhm. Das heißt, die jemenitische Ecke hat nicht dieselben Regeln wie Hajar al-Aswad, wie der schwarze Stein. Hier, wenn wir an der jemenitischen Ecke sind, haben wir gesagt, was machen wir? Dann sprechen wir eine Dua. Ja, zwischen der jemenitischen Ecke und dem schwarzen Stein sagen wir Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Aber er meint jetzt, was wir machen speziell mit der jemenitischen Ecke. Was machen wir damit speziell? Kommt in eure Unterlagen rein, das haben wir eigentlich schon behandelt. Wir haben ja gesagt, nicht jede Sache von den bekannten Sachen in Haram wird angerührt oder geküsst oder sonstiges. Die Kaaba ist davon ausgenommen, weder berühren noch küssen. Maqam Ibrahim ist ausgenommen, weder berühren noch küssen. Der Hajar al-Aswad wird berührt und geküsst. Aber bei der jemenitischen Ecke, was machen wir nur? Nicht küssen, sondern? Und wir sagen, dass zwischen diesen beiden Arkan, zwischen jemenitischer Ecke und zwischen Hajar al-Aswad, sagen wir Rabbana, Atina fi dunya hasana wa fi al-akhirah hasana wa qina adhab an-nar. Na'am, wallahu ta'ala ala wa. Tfadal. Bei Arafa, wo man Dua macht, ja. Soll man ja mit Asma'ul Husna anfangen? Ja. Generell beim Dua. Das gilt nicht nur für Arafa. Ja. Das ist der Adab, wenn man Dua macht. Muss man eine bestimmte Reihenfolge einhalten oder kann man einfach so aufsehen und dann mit dem Dua anfangen? Oder zum Beispiel erst wenn man für seine Vergebung, dann sagt man erstmal die Namen halt für die Vergebung und dann sagt man die Namen für weiß nicht was anderes. Das ist kein Problem. Hauptsächlich fängst du an, erstmal die schönsten Namen Allahs Azza wa Jal zu nennen. Und du verbindest diese Namen mit deinen Angelegenheiten, die du hast. Okay? Weil damit lobpreist du Allah Azza wa Jal und du zeigst ihn, wie seine Namen für dich wichtig sind, für deine eigenen Angelegenheiten. Na, tfadal. Nehmen wir mal an, wir sind im
Arafat. Mhm. Und wir stecken jetzt dort fest. Mhm. Und es trifft die Maghrib-Zeit ein. Ja. Beten wir dann in Arafat dennoch zusammengefasst die Gebete oder zur richtigen Zeit, Maghrib und Isha? Ja, der Bruder stellt eine gute Frage. Wenn wir noch in Arafat sind und es dauert alles viel zu lange und Maghrib ist schon eingetreten, wie machen wir das dort? Dann betet man Maghrib und Isha zusammen. Maghrib sowieso 3 Rakat, das wird nicht verkürzt. Und Isha dann 2 Rakat gekürzt, richtig. Na, so ist die richtige Weise. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Tfadal Hassan. Es ist genau das gleiche, wie haben wir gesagt, wenn eine Person Wudu macht und sich auf das Gebet vorbereitet. Der Lohn ist gewaltig. Mhm. Gilt das gleiche auch für eine Frau? Wir wissen ganz genau, dass die Frau ihre Gebete zu Hause macht. Aber wenn sie jetzt beispielsweise in der Moschee ihren Mann beten will und so, das ist der gleiche Lohn auch für die Frau? Die Sache ist so, was ist mit dem vorzüglichen Gebet dort zum Beispiel für die Frau in Haram und dies und das? Natürlich, das sind besondere Orte und man will diesen Lohn bekommen. Aber wo ist das beste Gebet für die Frau? Das beste Gebet für die Frau ist das Gebet zu Hause. Weil das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Moschee, in Masjid al-Nabawi. Wie viel besser ist das Gebet in Masjid al-Nabawi gegenüber einer anderen Moschee? 500-fach. Nein? 1000-fach. Und er sagte zu der Sahabiya, ich habe leider ihren Namen vergessen, er sagte zu ihr, für dich ist es besser, zu Hause zu beten. Ich weiß, dass du es magst, hinter mir zu beten, aber für dich ist es besser, zu Hause zu beten. So ist der Wortlaut vom Propheten Mohammed zu sagen. Das war in Masjid al-Nabawi. Wer kennt nicht den Vorzug von Masjid al-Nabawi? Hat der Prophet selber gebaut mit seinen Sahaba, radiallahu anhu. Deswegen, für die Frau ist es das Beste, zu Hause zu beten. Aber heißt es, man kann ihr hier die Vorzüglichkeit verweisen? Nein, aber besser ist es, zu Hause zu beten. Na, wallahu ta'ala. Natürlich, ihr wisst, in Al-Haram ist das große Problem, dass dieses Gemischte stattfindet. Und teilweise in einer nicht zu akzeptierenden Form. Und viele Schuyuch haben darüber gesprochen, dass sie sehr, sehr traurig sind, warum das in dieser Art und Weise wirklich gemacht wird. Denn der Beweis ist, dass es anders geht. Im Monat Ramadan läuft alles anders. Da trennen sie richtig, da achten sie auf jede Kleinigkeit. Wenn das im Ramadan geht, bei so vielen Leuten, dann geht das auch außerhalb Ramadan, wenn nicht so viele das wissen. Aber la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Salam alaikum.